Und damit Hallöchen und willkommen zu Dungeon Hunter 5. Eigentlich müssen wir normalerweise ganz am Anfang bei der Charakterauswahl sein, denn ich wollte eigentlich auch Magier spielen. Aber jetzt sitzen wir hier und spielen, ich glaube, einen Krieger. Denn eigentlich wollte ich das Spiel einmal kurz antesten, gucken, ob das läuft, damit ich das auch perfekt aufnehmen kann und allen drum und dran. Und ich kann keinen neuen Charakter erstellen, ich kann noch nicht zurück. Hier, wenn ich auf Pause gehe, aufgeben kann, dann nicht drücken. Ich habe drauf gedrückt, wie bescheuert. Egal, statt Magier spielen wir jetzt einfach einen Krieger oder... Doch, ich denke mal, das ist ein Krieger, ne? Machen wir. Gut, Dungeon Hunter 5. Was ist das überhaupt? Das ist ein Spiel von Gameloft. Wechseln zu dann anderen Waffen. Machen wir. Wir haben nämlich auch zwei Waffen, die relativ geil sind. Das ist so eine Art ja, Rollenspiel von Gameloft. Welches ihr fast jeder von euch spielen kann. Wenn ihr ein iPhone, wenn ihr ein iPad, wenn ihr ein... Wenn ihr Windows 8 besitzt oder 10, glaube ich auch. Oder wenn ihr ein Windows Phone habt. Wenn ihr... Android habt, das ist scheißegal, das Spiel gibt es überall. Ich spiele das gerade über mein Surface. Also im Endeffekt könnte ich das auch über meinen PC spielen. Hätte ich Windows 8 auf dem PC, aber mein Surface hat halt Windows 8. Deswegen nehme ich jetzt mit der Ava Media Capture Box auf, um das Ganze hier zu zocken. Und ich muss sagen, es ist einfach eine App. Leute, es ist eine App, müsst ihr überlegen. Also was heißt eine App? Das ist halt ein Spiel, was eigentlich Mobile Game ist. Und ich muss sagen, ich spiele das halt hier auf dem Ding jetzt, auf dem Surface mit 1080p und... Nee, das ist verdammt geil. Das macht einfach super mega Spaß. Das sieht geil aus. Also, da, die Grafik ist jetzt nicht hier vergleichbar mit als Beispiel jetzt Far Cry oder so. Aber das ist klar, es ist halt ein Mobile-Spiel. Das ist, ich finde, die Grafik ist dafür mega geil. Und auch die Technik. Hier links, was ihr bewegen seht, das ist das Steuerkreuz. Ich spiele das nämlich per Touch. Denn das ist nämlich nicht, ich finde das ganz chillig über Touch. Und eigentlich wollte ich ursprünglich eine Magier spielen, aber... Naja, hat halt nicht so geklappt, wie ich sollte. Deswegen spielen wir jetzt halt eine Krüger. Aber das sollen sie ja nicht jucken, nicht aufhalten. Wir werden das jetzt mal so ein bisschen zocken. Wir spielen jetzt hier das Tutorial. Man kann das Ganze, wenn man das Tutorial gespielt hat, kann man das Ganze auch mit mehreren Leuten zocken. Ich werde das später mit ein paar mehr zocken. Musician zockt das nämlich auch. Viele andere auch. Den Link zu den anderen, die das nämlich auch am Zocken sind, findet ihr unter der Beschreibung. Wir werden alle, wenn alles klappt, zusammen zocken. Später, wenn jeder von uns das Tutorial durch hat. Deswegen könnt ihr mal bei den anderen vorbeischauen, wie der Fortschritt so bei denen ist und was die so erleben. Denn wir spielen jetzt das Tutorial, was etwas länger geht. Und man muss es gespielt haben, um zum Multiplayer-Part zu kommen. Everyone. See what happens to those that refuse to join foe. Please, someone help! You will thank us for this gift of unlife. Hey, Grunder, come test your steel against me. Or do you only fight unarmed women? Oh Gott, jetzt soll ich auch noch gegen den kämpfen. So eine große Klappe wollte ich eigentlich gar nicht haben. Oh Gott. Leute, das kriegen wir hin. Das schwert sieht doch nicht aus. Oh Gott. Wir haben ja auf jeden Fall ein paar Fähigkeiten. Hier haben wir zum Beispiel so eine Art Feuerball. Ne, Blitzschlag. Und hier unten, da wo ihr... ja, wie zeige ich das denn? Kann ich gar nicht zeigen, ne? Ne. Also rechts unter der Ecke seht ihr ein Schwert. Das ist zum Angreifen da. Komm, ist eine Sequenz? Ja. My time had come. You risked your life for me. Hardly. And it wasn't out of the goodness of my heart. Hier unten seht ihr ja das Schwert hier, das ich gerade anklicke. Dann haben wir hier diesen Art Blitz, den ihr jetzt hier seht, das gelbe Ding. Da haben wir Heiltränke und hier unten, unter dem Schwert links davon, ist so ein zum Ausweichen ist es gedacht. Hier, zip. Da kann man ausweichen, das ist ganz cool. So, und was die Story angeht, Leute, ich kann euch nicht sagen, was vorher passiert ist, denn ich habe eigentlich alles immer auf Überspringen gedrückt, weil ich mir da einfach nur die Mechanik angucken wollte. Und, ja. Deswegen weiß ich auch nicht, was vorher in der Story passiert ist. Aber lasst es einfach überraschen. Es gibt auf jeden Fall einen Bösewicht, wie wir gerade richtig gesehen haben. Ich werde die Kiste öffnen. Goldregen. Mission abgeschlossen. Deine Belohnung. Level up. Energie und Ausdauer werden aufgefüllt. Und ein bisschen Gold kriegen wir auch. Und einen Zauberstab. Ein Schauderstab. Level 1 von 15, Angriff 112, magische Eigenschaften. Ganz chillig, ganz chillig. Können wir den auch benutzen? Rühre und halte eine Belegung, das wollte ich gerne lesen. Thank you for saving me. A little longer and it would have been the end of me. With your convent gone, sister, it is no longer safe for you in the city. Stay with us. After this morning's daring rescue,
It does seem apparent you could use the services of a healer such as myself. Well performed on that last contract. You will make a good leader in time. Saran, you could learn a thing or two by paying closer attention to your colleague. Is that supposed to be a joke? I'm 10 times the warrior. Skill with a blade does not mean you are skilled at running a guild. I'm sick of your patronage. My talents are wasted with you lot. Goodbye. Ah, jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Saran, wait. She knows our base's secret entrance. She will return, Malkor. Fear not. This is her home, after all. Until she does, however, we still have a guild to run and contracts to fulfill. Get back to work. Ja, wie gesagt, das Spiel könnt ihr halt spielen, wenn ihr unten in der Beschreibung guckt. Was haben wir denn? Zum Dank, dass du mir das Leben gerettet hast, habe ich hier ein Geschenk für dich. Ich bin über Xbox nicht angemeldet. Dann müssen wir leider erinnern. Wo hast du denn das Geschenk? Hallo? Jetzt muss ich immer klarkommen. Das können wir alle noch nicht machen, Was? Hallo? Ach, Truhen muss ich anklicken. Achso. Diese Truhen kannst du mit Edelstein öffnen, aber diese eine ist gratis. Öffnen wir die doch mal gratis. Okay, hol dir dein Schwert. Machen wir. Eine Rüstung. Chillig. Sind wir jetzt Magier oder sind wir jetzt Krieger? Ich meine doch, dass wir Krieger sind, aber... Lass uns dieses schicke neue Rüstungsset anlegen, das du gekauft hast. Okay, machen wir das mal. Gehen wir auf unser Inventar. Nehmen wir unsere Rüstung. Lass uns sicherstellen, dass du die Rüstung passt. Machen wir. Das machen wir wie? Da ist Rüstung. Die ist wohl besser. Dann rüsten wir die mal aus. Jetzt geh doch raus und richte Chaos an. Machen wir. Ich würde trotzdem gerne kurz mal... Schauen wir zusammen auf die Karte, was unsere neuen Aufträge sagen. Es wird in der Stadt Blut vergossen werden. We have a new contract from the Valen military. They want us to stop an elusive thief by the name of Sankus. Straightforward. There's more. There have been other contracts out on him. Multiple ones, in fact. And they all claim to have ended with his death. Stabbed to death, arrow to the eye, drowned, poisoned, hung. The list goes on. Can't be another undead, can it? I'll have to see for myself. Schwierigkeit. Normal, du solltest mit allem fertig werden, das dir begegnet. Berühren weiter. Und wenn du die Aufträge abschließt, werden schwierigere Aufträge aktiviert. Okay. Das wird der Abschluss des Auftrags beginnen. Geh mal raus und zeig ihnen die Ernst, wie es meint. So, jetzt gibt's wieder ein bisschen auf die Schnauze. Und wie gesagt, wenn ihr das Spiel selber zocken wollt, unten ist ein Link in der Beschreibung. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr aktuell so für Spiele, Mobile-Spiele, also die man so, die für Handy und so weiter auch verfügbar sind, was ihr da so zockt und was ihr gerne zockt und was ihr so für Highlight-Apps hattet, was ihr so richtig cool fandet. Viele Spiele, Clash of Clans und die ganzen anderen Games. Was für mich ein Highlight war immer Bloons Tower Defense. Ja doch, Bloons Tower Defense hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Weil das eigentlich, weiß nicht, ich mag solche Games. Aber sonst an Apps, weiß ich nicht, war nicht wirklich was ich lange... Doch, Dragon Lair Defense, falls das jemand was sagt. Das ist auch so ein Tower Defense Spiel, das habe ich ziemlich lange gesuchtet. Das Problem war, dass es seit einem Update, ist kaputt, kann man nicht mehr spielen. Bin ich ein wenig blöd, aber naja, ist halt so, ne? Ich kann dich. Where are you? I am using the Dreamlight to speak to you from afar. In this manner, I speak over any distances. Oh Gott, was will der denn? Hallo, was willst du von mir, ha? Huh? Auch noch einer auf die Schnauze, so. Oh, Rüstung. Was merkst du, hä? Okay, ich glaube, diese Schwerter sind für mehrere Gegner ganz praktisch. Aber für einzelne ist das einzelne Schwert eigentlich nicht schlecht. Aber für so längere Kämpfe mit vielen Gegnern sind die doppelten Schwerter auf jeden Fall nicht schlecht, denke ich mal. Könnt ihr mal eure Tipps, wenn ihr es selber schon gezockt habt, könnt ihr mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Ich hätte vielleicht draufstehen bleiben sollen.
War natürlich eine gute... Stopp, war das nachher nicht, dass es nachher ein Geheimnis oder so war? Nicht, dass wir hier nachher was übersehen oder so. Eine Belohnung oder so. Das wäre natürlich blöd. Hallo! Wünschen. Okay, da sollten wir auf jeden Fall die Waffe wechseln. Denn die sind doch ein bisschen schwerer als gedacht. Ja, guck hier oben, geht direkt eine Truhe. Perfekt. Rüstung, gebe neue. Geht's hier runter? Nee. Ja, hier drüben geht's weiter. Oh Gott, hätten wir jetzt sonst übersehen. Ein Glück ist mir das aufgefallen. Stopp. Neue Schwerter. Was war das denn? Hier oben hat einer. Mehr. Dann hast du nicht von rechnen, wa? Können wir hier hoch? Nee. Das wäre ja auch zu schön. Dann gucken wir uns. Gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Können wir durch? Nee, das ist eine Barriere. Das wäre ja zu einfach. Hier da oben sind ein paar Gegner. Können wir hier hoch? Nee, können wir nicht. Oh, die war da. Okay, da war. Oh Gott. Dann nieten wir die. Oh. Das war schon. Das war ja nicht schwer. So, Freunde. Papa ist da. Suche die Zielperson. Ja. Weiß ich nicht. Kannst du nicht verraten. Nehmen wir noch. Ja, tun sie, hab ich doch gewusst hier. Alle Dominated, Freunde. So, guten Tag, die Herren. Haben Sie denn GZ bezahlt? Können Sie um die GZ einzustreiben hier? Die Gebühren. Haben Sie nicht? Wo ist Ihr Fernseher? So geht das ja noch nicht. Da müssen wir andere Maßnahmen aufziehen. In the name of Thorn, I will strike you down. Mach mal. It's on, komm her, Bitch! Ich darf nur nicht vergessen, noch mein Leben zu achten. So, was war das? Hab ich's geschafft? Ich hab's geschafft. Our base has been attacked. Wer ist er denn? We have to head back immediately. Wie zurück? War doch noch gar nicht fertig. Hey, ich wollte doch die Kiste mitnehmen. Hey. Naja, Hauptsache, wir haben Diamanten bekommen. Und ein bisschen XP. Und eine neue Waffe. Eine Pumpkönigin. Und eine neue Rüstung. Noch eine Rüstung. Haben wir noch was? Nein, haben wir nicht. Wunderschön. Deine Lieblingsrüstung schwende. We were betrayed. Don't speak. Celestine will heal you. Look, time. You are the guild master now. Who did this? Don't trust. It was Saran. Then we haven't a moment to lose. Lass mich dir zeigen, was ich hier mache. Durch Verschmelzung kann ich deine Rüstung auf dem neuesten Stand halten. Bring mir deine Lieblingsausrüstung. Was soll ich denn das aussehen? Das hier und das hier oder was? Das? Danach die Ausrüstung, die du normalerweise wegwirfst. Das will ich ja behalten. Ich will aber... Werde ich gezwungen, das zu machen, oder was? Das will ich aber noch mal. Hauptsache, wir machen mehr Schaden. Toll. Jetzt wurde ich gezwungen, meine Sachen zu ändern, zu wechseln. Und jetzt
Jetzt will man mal. Die Doppelschwerter, die waren aber cool, die wollte ich eigentlich gar nicht weggeben. Finde ich blöd. Fangen wir bei dieser Mission an. Saran heading into the Archives Restoration Quarter, the place where they've been unearthing all those Guardian statues. They protected old Valentia, but most were lost as the city was built and rebuilt on top of itself. So why would Saran head out this way? In addition to unearthing old Guardian statues, stonemasons have also been discovering a lot of old magical relics. Saran's probably after one of those. She's always looking for ways to give herself an edge. There's no time to lose. Before you go, you might want to take a new recruit with you. The new blood's always eager to earn a few scars. Gut, aber bevor es jetzt weitergeht, ins nächste Level, würde ich sagen, sind wir auch am Ende der ersten Folge angekommen. Wie gesagt, Dungeon Hunter, Selbstzocken, unten in der Beschreibung sind Links für iOS, für Android, für den Microsoft, ist das ein Microsoft? Windows Store, so war das. Oder Windows Shop. Und, oder beziehungsweise auch den Link zu der Website, wo ihr es, glaube ich, normal runterladen könnt. Und auch zu den anderen, die auch gerade am Zocken sind, mit denen ich später auch noch zocken werde. Und wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Was kennt ihr so für Spiele, die ihr feiert, die ihr so im Moment spielt auf Mobile-Games, also Mobile-Games, die ihr so zockt? Schreibt es nochmal in die Kommentare, ich würde mich freuen. Gebt ein Däumchen nach oben, wenn euch Dungeon Hunter gefällt und wir da mehr von machen sollen und vor allem, wenn später auch den Multiplayer zocken sollen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge morgen wieder dabei seid. Ich werde das so täglich um 16 Uhr hochladen. Heute ging es leider nicht früher, weil es halt zeitlich alles knapp ist. Ich nehme das gerade hier um 15 Uhr auf. Deswegen ging das ja anders. So, ich will nicht zu viel labern, Leute. Haut rein, bis dann.